bleiben Sie bei uns. Wir sind sofort da. Wasserdruck, Handelsdruck mit Steckleiter, Holzbiss und Schleifkopftrage hier zum Schaden vor. Wenn die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Mühltal-Niederramstadt zu den Einsätzen ausrücken, verfügen sie seit neuestem über ein individuell einsetzbares Löschfahrzeug mit modernster, auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmter Technik. Das 15 Tonnen schwere sogenannte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, abgekürzt HLF, rückt zu Feuermeldungen in Wohngebäuden, sämtlichen technischen Hilfeleistungen, Gefahrguteinsätzen und bei allen Einsätzen im Lohbergtunnel als erste taktische Einheit aus. Alles ist auf sicheres und effektives Arbeiten ausgelegt. Schon das Ein- und Aussteigen erfolgt über eine breite und rutschhemmende Treppe. Jeder Atemschutzgeräteträger verfügt über eine Helmlampe und eine Knickkopflampe mit LED-Leuchtmittel. Insgesamt 6 blaue Blitzleuchten, zum Teil in LED-Technik ausgeführt, sorgen zusammen mit einem elektronischen Martinhorn für freie Fahrt und zusammen mit einer gelben Warneinrichtung im Heck für eine sichere Einsatzstellenabsicherung. Schon während der Anfahrt können Atemschutzgeräte angelegt, Funkgeräte und Lampen an der Schutzkleidung befestigt werden. Eine Wärmebildkamera dient dem Angriffstrupp zum schnellen Auffinden von zu rettenden Personen, zur gezielten Brandbekämpfung und besseren Orientierung in verrauchten Bereichen. Die auf dem HLF verwendete Wärmebildkamera ist nun die zweite in Niederramstadt. Für den Einsatz im Lohbergtunnel verfügen auch der Fahrer und der Gruppenführer über Atemschutzgeräte. Für die Rettung von Personen aus Höhen und Tiefen verfügt das HLF über tragbare Leitern, die bis in das zweite und dritte Obergeschoss reichen. Gleichzeitig können die Leitern auch als Angriffsweg dienen. Als letzte Möglichkeit zur Rettung von Personen aus maximal 16 Metern Höhe ist auf dem HLF ein sogenannter Sprungretter verlastet. Hierbei handelt es sich um ein mit Folien bespanntes Schlauchgerüst, welches mit Druckluft in Sekundenschnelle gefüllt und aufgerichtet wird. Um bei räumlich begrenzten Bränden durch das Vorgehen der Trupps eine Rauchausbreitung zu verhindern, kann im Türrahmen der Zugangstür ein mobiler Rauchverschluss befestigt werden. Der Schlauch kann in einem Spalt unter dem Vorhang hindurchgeführt werden. Durch den Einsatz eines hydraulischen Türöffners können verschlossene Türen schnell geöffnet werden. Boah.
Zum Entrauchen von Brandobjekten verfügt die Mannschaft des HLF über einen elektrisch betriebenen Hochleistungslüfter. Dieser Lüfter wird in erster Linie mit dem entnehmbar gelagerten Stromerzeuger über eine 30 Meter lange Stromschnellangriffsleitung betrieben. Aber auch im Innern von weitläufigen Gebäuden, wo ein Luftstrom von außen nicht überall hingelangt, kann der Lüfter betrieben werden. In diesem Fall kann der benzingetriebene Hochleistungslüfter des Tanklöschfahrzeugs von außen die Entrauchung unterstützen. Auch in Kombination mit dem Rauchvorhang ist ein Entrauchen möglich. Der Vorhang bewegt sich hierbei mit dem Luftstrom und lässt Luft einströmen. Auch bei Verkehrsunfällen ist das HLF die erste taktische Einheit. Eine umfangreiche Beladung sorgt in dieser Hinsicht für optimale Bedingungen. Fast alle zur Unfallrettung benötigten Materialien befinden sich im Geräteraum 1. Dazu zählt Unterbaumaterial, hydraulischer Rettungssatz, Trennschleifer und Koffer mit verschiedenen Spezialwerkzeugen, sowie 4 Hebekissen zum Anheben von schweren Lasten. Ein Notfallkoffer dient den Einsatzkräften zur Versorgung von Verletzten, zur Sicherung gegen Wegrutschen und zum Ziehen von Lasten, wie zum Beispiel Pkw, verfügt das HLF über ein im Fahrgestellrahmen eingebautes Seilwinde. Gerade auch bei modernen Fahrzeugen, deren Beschaffenheit das übliche Zerschneiden nicht zulässt, kommt je nach Verformung sogar das Strecken von verunfallten Fahrzeugen mittels Seilwinde als letzte Möglichkeit in Betracht. Mit einem teilbaren Rettungsbrett können Personen, bei denen ein Wirbelsäulenschaden zu vermuten ist, auf schonende Weise vom Boden angehoben werden. Person in Schacht gestürzt. Auch bei einer solchen Meldung rückt das HLF zuerst aus. Hallo, können Sie mich hören? Bleiben Sie wach, wir sind gleich bei Ihnen. Hallo, nicht einschlafen, bleiben Sie bei uns, wir sind sofort da. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. 46 Maschinist von Fahrzeugführer. Wasserdruck, Angriffsdruck mit Steckleiter, Rollglist und Schleifkorbtrage hier zum Schacht vor. Mittels einer speziellen Trage, einem Seilrettungssystem und Leitern lässt sich eine Vorrichtung zusammenbauen, mit der man eine Person sicher aus Tiefen retten kann. Mit Hilfe eines Flaschenzuges können Rettungskräfte wie Notarzt, Rettungsdienstpersonal oder Feuerwehrleute zur verletzten Person abgelassen werden.
Nachdem der Verletzte mit dem Rettungsbrett in die Schleifkorbtrage gehoben wurde, kann er mittels des Flaschenzugs aus dem Schacht gerettet werden. Aber nicht nur für Brände, Verkehrsunfälle und abgestürzte Personen ist das HLF geeignet. Mit speziellem Türöffnungswerkzeug, Chemikalien-Schutzanzügen, Wassersaugern, Tauchpumpe und Kraftstoffumfeldpumpe sowie vielen weiteren Gerätschaften können die unterschiedlichsten Einsatzaufträge abgearbeitet werden. Bleibt nur noch zu wünschen, dass uns das neue Fahrzeug immer wieder gesund nach Hause kommt. Ein von der Lichtmaschine des HLF gespeister 24 Volt Lichtmast ermöglicht eine schnelle Ausleuchtung ohne den Betrieb des Stromerzeugers. Alle bereit? Und bitte. Es gibt schon Idioten. Zum Glück haben wir es auf Band. Really sets me off to a full-on chow.